Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung des königlichen Wissens. Am Wochenende ging das Opera Euro Rapid zu Ende. Im Finale standen sich gegenüber Magnus Carlsen, der Weltmeister, und Wesley So, der starke amerikanische Großmeister. Und ich schaue im folgenden Video auf die entscheidende Partie des zweiten Finaltages am Sonntag. Und zwar gleich in der allerersten Partie fiel die Entscheidung. Im Prinzip, Wesley So mit Weiß beginnt hier die Partie mit E4. C5, sizilianische Verteidigung von Magnus Carlsen, Springer F3, Springer C6. Wir erinnern uns, am ersten Finaltag, ich hatte zwei Partien analysiert, da eröffnete Carlsen jeweils mit E5 und hatte große Probleme gegen Wesley So. Er wechselt jetzt hier zur sizilianischen Verteidigung. Wesley So wählt hier nicht D4 den Hauptzug, womit man dann in den offenen Sizilianer übergeht, sondern Läufer B5, die Rossolimo-Variante, sehr, sehr beliebt. Im Prinzip genauso eine Hauptvariante wie D4. Hier hat Schwarz verschiedene Möglichkeiten, auf Läufer B5 zu reagieren. Einer der Hauptzüge ist G6, mit der Idee, den Läufer nach G7 zu fianchettieren. Das hat Carlsen auch sehr häufig gespielt, aber hier wählt er E6 in dieser Partie. E6 macht das Feld frei für den Springer, der soll nach E7. Man kann hier mit Weiß Läufer schlicht C6 spielen und die Bauernstruktur von Schwarz zerstören, aber da gibt man das Läuferpaar ab und Schwarz bekommt hier eine große Bauernmasse im Zentrum. Das ist strategisch sehr, sehr interessant. Das kann man spielen, aber hier wählt Wesley So Rochade. Das ist die andere Möglichkeit hier. Springer GE7, C3. Weiß arbeitet hier an dem typischen Vorstoß D4, um das Zentrum zu besetzen. A6 greift den Läufer an. Der geht zurück. Man kann auch nehmen auf C6, wobei ich glaube, wenn man auf C6 nehmen möchte, spielt man eher Turm E1 hier. Wenn auf A6, dann Läufer schlicht C6, Springer schlicht C6 und hier D4, das ist eine andere Hauptvariante hier. Oder eine Variante, die häufig gespielt wurde. Wo Schwarz das Läuferpaar hat, aber Weiß ist hier besser entwickelt. Ich habe das selbst schon mit Weiß und Schwarz gespielt, schon ein bisschen her. C3 allerdings hier von Wesley So, A6 und hier geht man mit dem Läufer zurück nach A4. B5, Läufer C2. Der Läufer wird zurückgedrängt, aber dafür hat sich Schwarz hier, naja, geschwächt ist übertrieben, aber Weiß erhält hier einen Angriffspunkt und kann mit A4 diesen Bauern jetzt angreifen auf B5. Es geht weiter mit Läufer B7, Turm E1. Hier plädierte Frederik Swane, mit dem ich gestern das Ganze auf meinem Twitch-Kanal zusammen kommentiert habe. Er plädierte auf D5 hier, das Zentrum zu besetzen mit Schwarz. Das ist auch einer der beiden Züge hier, die in der Praxis gespielt wurden. Aber Carlsen wählt hier Turm C8, was auch sehr, sehr häufig gespielt wurde. Es fällt auf, dass Schwarz hier noch nicht den Königsflügel entwickelt hat. Der König ist immer noch in der Mitte. Der Läufer nicht entwickelt, ne? Der Turm auch nicht entwickelt und der Springer muss auch noch ziehen, damit der Läufer raus kann. Stattdessen hat er sich erstmal um den Damenflügel gekümmert, während bei Weiß der gesamte Damenflügel noch im Tiefschlaf ist und der Königsflügel entwickelt ist. A4 greift den Bauern an hier auf B5. Wenn man hier mit der Engine analysiert, plädiert die auf Springer G6. Plädiert für Springer G6 mit der Idee, den Läufer zu entwickeln. Ne? Sieht natürlich auch sehr, sehr logisch aus. Carlsen spielt aber B4, was auch häufig gespielt wurde. Wir sind immer noch in einem Bereich, der in der Vergangenheit in Partien vorkam. B4. Hat aber den Nachteil, dass es die Entwicklung des Königsflügels verzögert. Wesley So spielt jetzt D4, besetzt das Zentrum mit einem zweiten Bauern. Das sieht optisch sehr, sehr gut aus. Jetzt nahm Carlsen hier den Bauern raus auf D4. C schlicht D4. Hat jetzt ein schönes Zentrum der Weiße. Also rein optisch würde ich hier auf jeden Fall die weiße Stellung bevorzugen. Es geht weiter mit Springer G6. Macht Platz für den Läufer. Springer BD2. Weiß entwickelt den Springer. Und hier
denke, ich hätte Schwarz Läufer E7 spielen sollen, um endlich den König zu rochieren, in Sicherheit zu bringen. Aber der Weltmeister leistet sich hier den Luxus, Springer A5 zu spielen, was die Entwicklung weiter vernachlässigt. Springer A5, ja, warum Springer A5? Es blockt diesen Bauern hier. In manchen Varianten kann Weiß A5 spielen und diesen Bauern hier festlegen auf A6, dass dort eine Schwäche ist. Wobei das in diesem Moment noch gar nicht möglich ist, denke ich, weil man ihn schlagen könnte. Eine weitere Idee von Springer A5 ist mit Sicherheit, dass der Springer nach C4 soll. Und natürlich wird dem Turm auch die Linie hier, die Sicht auf der C-Linie geöffnet. Ist aber ein Luxus, den er sich nicht leisten kann eigentlich hier. Er hätte besser die Entwicklung vorangetrieben mit Läufer E7. Und hier findet Wesley so einen sehr, sehr starken Plan. Den könnt ihr euch merken. Im Prinzip in der Eröffnung fast oder sehr häufig, wenn ein Springer auf G6 steht oder ein Springer auf G3 bei Weiß, dann kommt sehr häufig der Vorstoß des H-Bauern in Betracht, um diesen Springer anzugreifen. Und genau das bereitet jetzt Wesley So vor mit G3. Sofort H4 geht natürlich nicht, wegen Springer schlicht H4, die Dame steht da noch. Das wäre ein unsinniges Bauernopfer. Er bereitet es vor mit G3. Ganz starker Zug. Die Idee ist H4, H5, den Springer zu attackieren. Läufer E7, H4. Und, naja, Magnus, was hätte jetzt Schwarz spielen sollen hier? Also ich hatte während der Live-Übertragung, habe ich gesagt, ja, er muss schon in den sauren Apfel beißen und Rochade spielen. Und auf H5 muss der Springer halt nach H8. Das ist natürlich kein schönes Feld, dieses Eckfeld für den Springer. Aber ich hab dieses Manöver schon in anderen Eröffnungen gesehen. In der französischen Verteidigung zum Beispiel gibt es Varianten. In der Vorstoßvariante habe ich, glaube ich, mal nachgespielt, wo der H-Ball vorläuft, den Springer nach H8 buxiert oder forciert. Und dann kann man aber mit F6 und Springer F7 wieder den Springer ins Spiel bringen. Es ist hier nicht klar, was der beste Zug ist für Weiß. Entweder Läufer D3 mit der Idee Dame E2, um diesen Bauern hier anzugreifen. Oder H6, um weiter hier anzugreifen und die Stellung des Schwarzen dort zu schwächen. Schwarz würde allerdings den Springer wieder nach G6 stellen. Und klar, man hätte hier eine Schwächung provoziert. Man hätte hier so Pläne wie König G2 vielleicht, ne? Turm H1, die H-Linie auszunutzen. Aber das ist alles auf jeden Fall besser als das, was in der Partie kam. Wir gehen mal zurück nach H4. Carlsen, man muss bedenken, ist eine Schnellschachpartie, ne? Und in der klassischen Partie hätte er das mit Sicherheit nicht gezogen, was jetzt kommt. Er opferte jetzt hier eine Figur. Läufer schlicht H4. Na, er dachte sich, bevor ich jetzt rochiere und den H-Bauern weiter vorlasse, den Weißen, opfere ich lieber eine Figur für zwei Bauern. Aber das ist sehr, sehr riskant. G schlicht H4, Springer schlicht H4. Und objektiv falsch. Allerdings muss man sagen, findet Wesley So jetzt auch die besten Züge. Er nimmt den Springer raus. Dame schlicht H4. Die Dame steht hier ganz alleine. Aber der weiße König ist natürlich auch sehr offen. Und hier findet Wesley So wirklich eine sehr, sehr starke Zugsequenz. Und zwar Turm E3. Mit der Idee, den Turm hier hinzustellen. Es ging weiter mit F5. Greift den Bauern an und möchte diesen Läufer hier, die Diagonale für den Läufer öffnen. Natürlich dürfen wir jetzt nicht den Bauern nehmen auf F5, wegen Dame H1 Mathe. Schachmatt. Vergesst nicht den Läufer hier. Ne? Das hatte Wesley So alles berechnet und gesehen und spielte Turm G3 sehr stark. Und F schlicht E4 wird jetzt einfach gekontert mit Turm G4. Und wenn die Dame, sobald die Dame wegzieht, die Dame muss weg, nach H3 vielleicht, können wir mit dem Läufer auf E4 nehmen und dem ganzen schwarzen Angriff ja, auf der Stelle widerlegen. Der Weltmeister zog stattdessen kurze Rochade, aber das ist hier verloren. Von einem Angriff kann keine Rede sein. Springer F3, Weiß hat eine Figur mehr und das bringt er jetzt locker nach Hause. Dame H5, Springer E5. Er findet die besten Züge hier, Wesley. So bietet den Damentausch an. Und das Problem ist, Schwarz kann dem Damentausch auch nicht aus dem Weg gehen. Ja, wo soll die Dame hin? Hier haben wir zwei starke Läufer. Wenn die Dame nach H4 geht, kommt Läufer G5. Das geht gar nicht.
Wenn die Dame zurückgeht nach E8, kommt Läufer H6. Sehr stark und Schwarz kann den Bauern G7 nicht vernünftig decken, weil hier ist noch der Springer, der dieses Feld deckt. Der Turm kann nicht nach F7. Die Dame könnte nach E7, aber das bringt ja nichts. Die Dame ist natürlich überlastet. Weiß würde schlagen. Und auf G6 schlagen wir natürlich den Turm auf F8 und gewinnen weiteres Material. Also musste Magnus Carlsen die Damen tauschen hier. Aber das ist gleichbedeutend mit einer Niederlage. Läufer schlägt D1. Zwei Bauern sind einfach zu wenig für eine Figur. Weiß attackiert hier den D7, deswegen kam D6. Springer an E3. Wir schauen uns natürlich die Partie noch bis zum Ende an. F schlägt E4, Springer schlägt B4, Springer C4. Hier leistet sich Weiß noch den Luxus A5 zu spielen, um diesen Bauern festzulegen. D5. Läufer G4 greift den schwachen E6 an. Turm F6, ein weiterer Fehler. Allerdings in Verluststellung, deswegen müssen wir das nicht groß analysieren. Läufer G5 greift den Turm an. Turm G6, Läufer H5. Und hier hat der arme Turm keine Felder. Und Carlsen schlug nochmal auf G5. Turm schlicht G5, hat hier aber einen Turm weniger und gab deswegen auf. Ein Turm ist einfach zu viel für zwei Bauern und das macht keinen Sinn mehr weiterzuspielen. Ja, das war auch schon die Entscheidung am zweiten Finaltag. Die einzige entschiedene Partie. Wesley So gewann das Turnier Opera EuroRapid. Ich habe aber noch eine Stellung, die ich euch zeigen möchte. Nicht abschalten. Und zwar, die Partien, die danach kamen, 2-4, waren sehr, sehr spannend. Und der Weltmeister hatte mehrere Chancen, auch zurückzuschlagen. Und ich möchte euch insbesondere eine Stellung zeigen. Und zwar aus der dritten Partie. Ich drehe das Brett um. Diese Partie, die dritte Partie, die hatte es echt in sich. Denn es ging hin und her. Und der Weltmeister bekam echt viele Chancen hier in dieser Partie zu gewinnen. Und hier verpasste er die größte Möglichkeit, diese Partie für sich zu entscheiden. Eine kleine Taktikaufgabe für euch. Wie gewinnt hier Schwarz? Wir sehen, die Dame und der Läufer gucken hier nach H3. Der Springer ist super postiert, guckt in die Richtung. Ne? Und es ist kein Wunder, dass hier einer dieser Einschläge gut funktioniert. Und zwar Springer schlägt G2. Problem ist, Turm ist angegriffen, Läufer ist angegriffen. Es gibt hier nur zwei Züge, die man berechnen muss. Einerseits König schlägt G2 natürlich und andererseits Läufer schlägt E6 Zwischenzug mit Angriff auf die Dame. Wir gucken erstmal auf Läufer schlägt E6. Ich bin mir sicher, dass er das richtig gerechnet hat hier, Magnus Carlsen, weil Springer schlägt E1 ist sehr stark. Zwischenzug mit der Drohung hier die Dame zu gewinnen. Und wenn jetzt der Weiße die Dame schlägt, dann kommt Springer F3 Schach, König G2, Springer schlägt E4, Läufer schlägt B7, Turm AB8 und am Ende hat Schwarz eine Qualität mehr, ne? Also wenn Weiß jetzt hier den Springer nimmt, nehmen wir den Läufer. Das ist eine Qualität mehr. Ja, das war die eine Variante. Läufer schlägt E6. Die andere Variante ist natürlich König schlägt G2. Dann geht es weiter mit Läufer schlägt H3 Schach. Läufer schlägt H3. Der König hat nicht viele Felder. Wenn er nach H1 geht, dann kommt Dame G4. Das ist sofort verloren, denn das Matt ist nicht abzuwehren vernünftig. Ne? Es droht Matt. Und Dame F3 Schach, also Springer G3, Dame F3 Schach, Matt auf G2. Ne? Deswegen muss der König nach Läufer schlägt H3 nach H2. Und es kann sein, dass er hier den Gewinn übersehen hat oder nicht richtig mit Sicherheit hier an dieser Stelle gestolpert ist. Denn hier gewinnt nicht Dame G4, wegen Springer G3, sondern Springer H4. Saustark. Droht Springer F3 mit Gewinn der Dame. Und hier ist Weiß verloren. Und es droht Dame G4 auch noch und Läufer G2 mit der Idee Dame H3. Das ist auch noch eine Idee. Gucken wir uns Dame D6 an. Was diese Springer F3, womit nach Springer F3 keine Dame verloren geht, aber es folgt trotzdem Springer F3 Schach. König H1, einziger Zug. Und hier sehr, sehr stark. Läufer schlägt F1, macht den Weg frei für die Dame und Schwarz gewinnt hier. Zum Beispiel Dame G3. Es drohte halt das Matt über H3 hier, ne? Deswegen muss die Dame zurück. Springer schlägt E1, Turm schlägt E1 und jetzt tauschen wir einfach die Damen. Dame H3 Schach, Dame schlägt H3, Läufer schlägt H3 und hier hat Schwarz eine Qualität und einen Bauern mehr und steht ja auf Gewinn. Ja, das war der Moment, also das war die Stellung,
bei der Magnus Carlsen am ehesten, ja, oder den einfachsten Gewinn verpasste in dieser Partie. Und in der letzten Partie, in der vierten Partie, hat er auch nochmal Gewinnchancen gehabt. Aber Wesley So fand immer wieder gute Verteidigungszüge und rettete sich letztendlich in den Sieg mit 2,5 zu 1,5 in diesem zweiten Finaltag. Und das reichte ja, nachdem der erste Finaltag 2-2 ausgegangen war. Ja, der Weltmeister in der Krise? Nein, aus meiner Sicht nicht. Ja, das war das Finale, ne? Und er hat ja auch sehr gut gespielt und er hätte auch gewinnen können gegen Wesley So. Aber Wesley So hat aufgeholt. Er ist halt im Online-Schach, im Rapid, ist er dem Weltmeister nicht unterlegen inzwischen und hält sehr, sehr gut mit. Und das ist sein zweiter großer Sieg in der Champion Chess Tour, nachdem er das Killing Open ja auch schon gewonnen hatte. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, ihr habt was gelernt. Und heute Nachmittag übrigens auch reinschauen, denn dann kommen die Matt-Rätsel. Dann könnt ihr auch noch mal ein bisschen Matt-Aufgaben üben. Bis dann, ihr Lieben. Macht's gut.